Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Bam und Gabriel am Start mit einer weiteren Folge Pokémon Full Legend. Ja, wir sind hier und ohne groß rumzureden werden wir Jimmy bekämpfen. Hey Kind, was denkst du, was du hier tust? Pokémon-Kämpfe sind... Google? Pokémon-Kämpfe sind böse. Nein, ich habe gerade nicht pausiert und Google nachgefragt. Nein. Und lassen keinen Platz für schwache kleine Kinder. Ich werde das schnell beenden. Aber renn danach nicht nach Hause zu seiner Mami. Der Jimmy will uns also zu unserer Mutter nach Hause schicken. Hat vier Pokémon. Was? Das ist ein... Was? Ab Level 23. Ich glaube, Bedroha auf beiden Seiten jetzt. Ja. Bedrohung auf beiden Seiten. Das werden wir aber durch einen Jauler wieder ausgleichen. Und werden uns natürlich auch. Oh Gott, Glare. Haben wir eine Paralyze Heal? Bitte, lass uns eine Paralyze Heal haben. Gehen für einen weiteren Poison Fang. Sollte nicht allzu viel Schaden machen. Und wir boosten uns jetzt auf plus 6 so hoch. Ich hoffe, also wenn wir beim dritten Arenaleiter schon solche Taktiken verwenden müssen, dann wisst ihr, dass das ein wirklich guter Hack ist. Und dass er auch wirklich an eine sehr gute, ja, und dass er eben an ein sehr hohes Niveau herankommt. Ein weiterer Giftzahn. Ich glaube, einen Crit könnten wir theoretisch auch noch aushalten, deswegen werden wir noch nicht für einen Trank gehen. Durch seine Paralyse müssen wir auch kein Antidote nehmen und nehmen keinen zusätzlichen Schaden, das ist sehr gut. Werden jetzt natürlich für einen Supertrank gehen, da ein Crit uns jetzt wahrscheinlich ausnocken würde. Er geht für weitere Giftzähne. Das ist ziemlich cool, aber interessiert uns nicht wirklich. Wir müssen dann nur hoffen, dass uns der Giftzahn. Da ist der Crit. So, ich glaube, wir sind jetzt bei plus 4. Der Crit war da. Gehen für einen weiteren Supertrank jetzt. Über auf diesen einen Health Point. Ja, werden wir nicht unbedingt eingehen. Ich meine, ja. Man versucht natürlich so viel wie möglich aus seinen Items zu bekommen. Und der eine Punkt, naja. Wenn wir unser Magnen retten können dadurch, ist uns alles recht. So, ein weiterer Giftzahn. Bitte kein Crit, kein weiterer Crit mehr. So, das war der letzte Jauler. Glaube ich. Giftzahn. Bitte kein Crit. Danke. Und wir sind bei plus 6. Das ist nice. Werden für einen weiteren Supertrank gehen. 42 Punkte. Er gibt für einen weiteren Giftzahn. Da war der Crit der nächste. Werden für ein. Wie viel Paralyze Heal haben wir denn? 5. Gehen wir mal für ein Paralyze Heal. Er geht für einen weiteren Giftzahn. Hat, glaube ich, eine 30% Chance, uns zu vergiften. Natürlich wird er uns vergiften. Das ist blöd. Wir gehen für eine Super Potion. Wir müssen einfach hoffen, dass wir bei einem guten Amount von HP sind, während wir nicht vergiftet werden. Das ist alles. Wenn wir jetzt zum Beispiel nicht vergiftet werden, würde ich für den Sweep gehen dann. Unsere Antidotes haben wir uns ja ein bisschen vorgesorgt, ne? So, der nächste Giftzahn. Und vielleicht können wir ihn ja auch aus Giftzähnen ausdolen. Da ist der Crit. Und die Vergiftung auch gleich. Ah! Das ist blöd. Das ist sogar eine schwere Vergiftung. Ein weiterer Supertrank. Bis. Vielleicht hat er keine Giftzähne mehr. Ich werde jetzt auf jeden Fall für ein Antidote gehen. Um uns vom Gift zu heilen. Ein weiterer Biss. Haben wir noch einen normalen Trank? Nee, aber ich. Ich schätze jetzt mal, wir sind gut genug, um jetzt für den Sweeping-Versuch zu gehen. Das Arbok ist gone. Nummer 1 weg. Nummer 2 ist ein Quillfish. Hat lauter Pokémon, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann.
Okay, wenn die letzten zwei Pokémon jetzt nicht ein Weezing und ein okay, hier ist das Weezing. Das wird schwer wahrscheinlich mit einer Secret Power auszunocken. Ja. Hier haben wir Toxin. Weezing ist halt doch ein defensives Monster. So, gehen wir für ein Antidote auf unserem Mario wieder. Er geht für eine Super Potion. Heilt es aber nicht ganz voll. Das ist perfekt. Da wir jetzt einer mit einer versteckten Kraft natürlich das Weezing ausnocken können. Und das letzte Pokémon sollte ein Slimog sein. So wie ich mich erinnere. Ein Swellet. Okay. Ist so ähnlich wie ein Slimog. Das Slimog, da kann man schon mal was verwechseln. Schluckwetsch heißt es, glaube ich. Und das ist auch geone-hitted von einem Jauler geboosteten versteckten Kraft. Nice! Ja, wir sind Level 32, versuchen Scary Face zu lernen. Nein, wollen wir nicht. Und ich glaube, diese Taktik werde ich bis zum bitteren Ende mit Magnen durchziehen. Ich bin der echte Deal, also gut. Nimm den Donnerohren. Ja, rauben auch den Jimmy aus, weil der jetzt nach Hause zu seiner Mami rennt. Unsere Pokémon, der Speed unserer Pokémon, Deutsch ist schon wirklich eine schwere Sprache, wird erhöht und es lässt uns Fliegen einsetzen. Nice. Wir sind speziell, danke, wissen wir. Und kriegen TM36, es Sludge Bomb. Nice. Sludge Bomb. Es ist echt cool. Der Matrose ist zu seiner Mami gelaufen. Ach, schön. Ja, das war Jimmy. Jimmy war überhaupt nicht schwer. Entgegen aller Erwartungen war er wirklich überhaupt nicht schwer. Aber gut, nun gut, nun gut. Kann man sich ja mal irren. Und ich glaube, ohne unsere Intimidate, ohne unsere Magnaien-Taktik, hätten wir ihn auch nicht so einfach besiegen können. Das wäre dann schon, ja, zu hart geworden, würde ich mal sagen. Und wir haben auch einige unserer Tränke gebraucht, Paralyze Heal und so weiter. Das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Wahrscheinlich werden jetzt auch die Trainer komplett unterlevelt sein. Die Arenaleiter sind ja meistens zu stark im Verhältnis zu den normalen Arenaleitern und sollten ja eine größere Herausforderung darstellen. Ja, unterschreibe ich. Allerdings, in einer Nuzlocke muss man ja vorsichtig spielen und wäre das keine Nuzlocke, dann wären unsere Pokémon jetzt nicht Level 30, sondern wir wären da mit 27 oder 26 reingegangen. So, ich benutze einfach mal den Versus Seeker und wir wollen ja den schlagen. Ich meine, wir wollen ein bisschen Kugelsaaten, ne? Und denen eine kleine Lektion erteilen, nämlich seinem Shiggy. Raul ist ja auch mittlerweile schon Level 26. Kugelsaat sollte definitiv mit 5 Hits ein One-Hit-KO werden. Mit 5 Hits ein One-Hit-KO ist auch ein cooler Satz. Ja, treffen leider nur 3-mal. Und ein Blubber, hoffentlich kriegt er keinen Speed-Drop und ist dann schneller als wir. Allerdings ist auch der Donnerorden wieder am Stissel und, weißt du Bescheid, lässt uns unseren Speed boosten. Ich glaube nicht mal 5 Hits. Doch, 5 Hits hätten gereicht. Ich glaube, das wäre ein Max-Roll gerade. So, das Shiggy ist gone. Kriegen 310 Erfahrung. Das ist überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Wirklich null. Naja, was man nicht alles tut, ne? Ja, unser Blanas dürfen wir übrigens auch nicht zu einem Tengulist weiterentwickeln. Aus dem Grund, nämlich, dass wir dann keine Attacken mehr erlernen. Tengulist erlernt in diesem Spiel keine Attacken durch Level-Up. Ein Yanma, das ist cool. Das ist definitiv cool. Mega-Kick. Steig auf das kleine Insekt. Gone. Und wir haben auch nur wegen der TM Secret Power gewonnen. Muss man auch so fair sagen. Ich glaube, Secret Power ändert seinen Typen und seine Stärke, je nachdem, welche Beere man hält. Oder war es ein anderer Move? Weiß ich gar nicht. Müsste ich jetzt lügen, um zu sagen, dass das die Attacke ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher. So, gehen wir mal für einen Battlefinder. Wir kämpfen gegen den Mr. K. Den Mr. K. Der Mr. DK.
Der wieder mal ein Kleinstein Level 15. Level 15. Ein weiteres Video ist hochgeladen, auch nett. Ich glaube, das werde ich ganz kurz rausschneiden dann. Oder ein Blackscreen hinsetzen. Gehen für eine Kugelsaat, das sollte das Kleinstein definitiv entfernen. Mit einem Hit. Ich glaube, da haben wir uns mit Level 14, 15 schon rumgekämpft, dass es ein One-Hit ist. Das ist jetzt schon ein bisschen her bei mir. Ein Mascholo, das durch einen Megakick hoffentlich von uns gehen wird. Ins Gesicht natürlich. Habt ihr ja gerade gesehen. Unser Plan ist Level 27. Nice. Ich freue mich schon, wenn er eine gewisse Attacke lernt, die ich euch allerdings nicht spoilern möchte. Kleinstein wieder am Stissel. Ist ein One-Hit-KO mit Kugelsaat. Was man auch dazu sagen muss, ist, dass Blanas bzw. Tengulis die Weiterentwicklung sowohl ein physischer als auch ein spezieller Attacker sein kann. Das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich auch spezielle Angriffe auf unserem, auch physische Angriffe auf unserem Blanas haben. In Form von einem Normalattacke, die ich sehr cool finde. So, den Noob haben wir besiegt. Und gehen auch schon weiter. Ja, gute Erinnerungen, haben wir unser Klusel gefangen. Aber das ist jetzt weg. Wegen einer gewissen Chef-Warden. Und hier erwarten uns auch schon nächste Trainer. Du siehst mit einem guten Blick die Pokémon an. Aber wie gut bist du in Chemie? Boah, puh. Gut bis sehr gut, würde ich mal sagen, ne? Weißt du Bescheid. Ja, ein Voltorb, ein Voltoball. Level 20. Die Trainer haben auch angezogen. Aber da waren die in der Arena noch ein bisschen stärker. Ein Megakick sollte hier ausreichend sein, um dieses Voltoball zu besiegen. Hoffentlich kriegen wir keine Statik ab. Wir kriegen keine Statik ab. Das ist mal was komplett Neues. Ein Koffing. Ah, ein Koffing. Natürlich ist ein Smogon da. Du wagst es nicht. Du wagst es nicht! Verdammt! Ah, nein. Nicht schon wieder. Nein! Das gibt's nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Blödes Smogon. Sigh. Seufz. Schluchz. Magnetilo, das ist nicht gut. Da, da, unser Wechsel. Das ist blöd. Das ist ganz, ganz blöd. Ja, wechselt jetzt zu Tupper Sandage. Metall Sound ist, glaube ich, unsere Spezialdefensive. Jupp, ist sie. Wechseln zu Mario, um eben diesen Drop zu umgehen. Seufz. Seufz, seufz. Ein weiterer Metall Sound. Ich glaube, wir gehen mal für eine Secret Power. Wow. Ändert sich vielleicht auch nach dem mit dem Untergrund. Könnte ja sein. Könnte ja alles sein. Gehen für eine weitere Secret Power. Slam. Donk. Ich glaube, das eine war Stärke. Und haben ihn paralysiert. Was? Er ist sogar paralysiert. Das heißt für uns, wir wechseln zurück in Tupper Sandage. Und werden das mit einer Pursuit. Wir werden seinen Switch predicten, ja. Wir werden einfach seinen Switch predikten und ihn ausnocken. Oder, nein, wir zerschneiden ihn. Und verfehlen. Sonic Boom. Genau, beste Taktik. Erst die Spezialdefensive senken. Um 5-mal. Und dann für eine Attacke gehen, die immer 20 Schaden macht. Das seems legit. Seems legit, auf jeden Fall. So, dieses Fukano hier hat Intimidate. Und wir sind bei minus 2. Das dürfen wir nicht vergessen. Deswegen wechseln wir jetzt auch zu Set. Auch wenn die Trainer Level 20 sind. Nicht gut. Nicht gut. Überhaupt nicht gut.
Ich unterschätze jetzt nicht mehr. Blöde Selbstzerstörung, blöde Smogon. Ja, Grummel, Grummel. Und ja, das ist auch ein One-Hit KO. Nice. Bringt auch sehr wenig Erfahrung. Wir haben Aiden besiegt. Ein Boden-Pokémon wäre nett. Ändert sich eigentlich die Route? Ja, die Route ändert sich. Das heißt, wir können wieder einen neuen Freund fangen. Hier haben wir auch schon einen Biker. Wir haben nur noch zu starke Freunde. Unser schwächster Freund ist gerade gestorben. Neusch. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. 50 Angriff. 71 Angriff. Allerdings 47 Spezialangriff. Ich glaube tatsächlich, dass unser Radfratz mit... What? Das... Was zur Hölle ist da gerade passiert? Man kann also Zerschneider bei... Okay. Schätze ich. Ein Standler. Wir bekommen ein Standler. Und einen dritten Normaltypen. Na, da gehen wir sogar für Quick Attack, weil es mir da ziemlich egal ist, ob es, naja, von uns geht oder nicht. Gehen für Pursuit. Knocken es aus, meine Güte, was passiert nicht alles, ne? Ah, sei. Seufz, Schlucht. Ein Planers wäre natürlich immer noch cooler gewesen. Aber ein Standler ist so ein Pokémon, das ist so ziemlich egal eigentlich. Egaler kann ein Pokémon eigentlich nicht sein. Hier haben wir einen Slimer. Okay. Das hoffentlich nicht für Explosion geht. Alle Gift-Pokémon gehen für Explosion. Blöde Gift-Pokémon. Wenigstens ist das Weezing nicht für Explosion gegangen. Oder für Selbstzerstörung. Das wäre... Ich glaube, dann wären wir definitiv aufgeschmissen gewesen. Wenn das nicht für Toxin gegangen wäre. Also bei einem Nuzlocke ist... Ist das schon sehr heftig eigentlich. Und haben den Jaren besiegt. Ich meine, die Trainer sind jetzt hier nicht unbedingt eine Herausforderung. Außer für unser Planers. Aber Planers... Hat eh nicht unbedingt gute Attacken gelernt. So, hier ist ein alter Mann, der auf uns wartet. Da brauchen wir Zerschneider. Da geht es dann wahrscheinlich weiter. Die Trainer hebe ich mir dann mal für das neue Pokémon auf in unserem Team. Obwohl, wir haben Battlefinder. Wir haben einen Battlefinder. Den müssen wir uns nicht aufheben. Wir müssen uns keine Trainer aufheben. So, dann leveln wir mal unser Radikal. Alles klar, lass uns ein Spiel spielen. Werde ich jetzt empört und in Saw eingebaut oder was? Mein Gott, Stuhl! Stuhl! Hör auf, Geräusche zu machen! Ich habe schlechte Erinnerungen mit Pokémon wie dir gemacht. Zum Glück ist es ein One-Hit-KO. Ich glaube, danach werden wir noch ganz kurz den Biker auf der rechten Seite annehmen. Ein Poliwag, Hyperzahn, gone. Und dann werde ich auch die Folge noch einmal beenden und in die Ecke gehen und weinen, weil wir unser Planers verloren haben. Ah, ein Tangulis wäre so ein cooles Pokémon gewesen. Tangulis war früher eins meiner Lieblings-Pokémon in Rubin und Smaragd. Ich habe ja nie die... Schmarrn. Wie ist die blaue Edition? Puh, das ist heftig. Wenn ich die Edition vergesse, die ich gespielt habe, dann ist das schon echt heftig. Die blaue habe ich immer gespielt mit Kyogre. Rubin, Saphir, Smaragd. Saphir habe ich immer gespielt. Genau. Hoffentlich wird ein Hyperzahn hier genug sein, um dieses Smogon auszunocken. Es ist genug. Doch, dass das Stab ist. Hervorragend, hervorragend. Ein weiteres... Bitte triff einfach. Nein. 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 Zum Glück haben wir um die 2000 Gegengifte dabei. So, und bitte verfehlen nicht. Tapper Sandage. Bitte verfehlen nicht.
Dankeschön. Das ist wieder ein totes Smoggen. Und das letzte Pokémon, das er hat, ist auch wieder ein Smoggen wahrscheinlich. Nein, ein Slimer. Das ist spezialdefensiv, von dem her sollte ein Hyperzahn egal sein. Ist es auch gone. Ja gut, das war's mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir trauen alle um Raul und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.